kommt auch noch Pech dazu, meine lieben Pauli-Freunde. So eine Scheiße. Wir haben wirklich richtig geilen Fußball gespielt. Zu Hause gegen Wolfsburg. Führen ab der 25. Minute mit 1:0 nach einer Ecke und dann Tor von Thorand. So ein richtig geiler Kopfball. Ich habe wieder richtig schön abgefeiert, weil wir echt die bessere Mannschaft waren. Wir haben die ganze Zeit gedrückt. Wir hatten Chancen ohne Ende. Mehrmals Fabian Boll, der heute echt ein super Spiel gemacht hat. Dann nach der Halbzeit. Die waren nicht wirklich aktiv, Wolfsburg, und schießen dann irgendwann, Dzeko macht dann irgendwann das 1:1, ja, dabei ist es geblieben. Also ein Punkt für uns unentschieden ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also nach 4 Niederlagen, finde ich, ist es ein kleiner Lichtblick zumindest, aber nach dem heutigen Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wären 3 Punkte wirklich verdient gewesen. Naja, ich hoffe, wir trainieren jetzt die Woche weiter gut. Nächste Woche in Bremen, die stehen auch im Moment nicht so ganz gut. Also, da sind doch endlich mal wieder 3 Punkte drin. Also, bei Twenty nächste Woche.